wir gerade. Schön auf die grüne Fliege. Der war größer. Geile Sache. Nee. Kollege, du bleibst hier. Ah. Ist das geil? Ah, da war er wieder. Hier drunter steht er. Da kommt er. Ah, er wollte. Ah, da kommt schon wieder einer. Da ist er.
Ah, verfehlt. Ist das geil? Ah, er kommt wieder. Er kommt wieder. Da ist er. Da ist er. Uiuiuiuiui. Nee, Kollege, bleib mal schön hier. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Nice. Da ist er. Yay. Also Freunde, die Garnele sieht man noch hier, 1A, hat mal wieder funktioniert. Schöner Fisch, darf weiter schwimmen. Upsala. Weg ist er. Und ich bin hier. Geil. Die Garnele hat zugeschlagen. Ich meine, warum auch nicht, ne? Die Garnelen sind hier zwischen den ganzen Steinen. Ich denke mal, die werden nachts rauskommen und die Fische werden die halt eben fressen, ne? Aber hier vor mir ist wirklich alles voll mit Fisch. Alles voll mit Kleinfisch vor mir. Also ihr seht, Leute, das funktioniert hier alles wunderbar. Und das macht so einen Heidenspaß.
Weil man sieht richtig, wie die Fische von unten nach oben kommen, sich hinter den Köder stellen oder hinter die Fliege und dann halt zuschnappen. Das ist einfach nice. Das macht so einen Heidenspaß. Und dann muss man ihm manchmal noch so einen kleinen Stupser geben, der Fliege nochmal so einen kleinen Twitch geben und dann knallen die da drauf. Das ist so geil. Heftig. Sehr heftige Angelei hier. Leute, nehmt eure Fliegenruten mit, wenn ihr nach Norwegen fahrt. Und ganz, ganz wichtig ist, Poolbrille nicht vergessen. Sonst seht ihr die Fische nicht, wie sie hochkommen. Schöner Pollack, weiter schwimmen. Ja, weg mit dir. Und tschüss.